Der Club der Hexen befand sich in einer ganz normalen Besprechung, als plötzlich Folgendes geschah. Hier den geheimen Club nochmal eröffnen. Okay, okay. Ja. Genau. So. Warte mal, wer ist jetzt wer von euch schon wieder? Ebru. Achso. Warte, ihr springt Breide. Ich springe. Du bist Ebru. Okay, okay. Ja, ja. Ebru, ich habe dir natürlich was mitgebracht hier, wie versprochen, ja? Ja. Denn so können wir dann bestenfalls kommunizieren. Ja. Müssen wir jetzt nur ein bisschen noch erklären, wie das alles abläuft und was ich alles kaufen muss. Ah, das kann Elina jetzt machen. Die hat nämlich jetzt okay. Auch Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nämlich auch noch gar nicht so richtig. Ich habe es nicht ausprobiert. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und ich bin dabei, unser Clubhaus zu bauen. Ich sammle allerdings Spenden. Habt ihr, okay. Habt ihr vielleicht die ein oder andere... Naja, irgendwelche coolen Hexen-Items, so wie ein Kessel zum Beispiel. Ich kann das alles nicht machen. Ich habe es jetzt gerade nicht dabei, aber natürlich. Ja. Okay, ich stelle eine Kiste vor mein Haus und da sammle ich Spenden-Items für den Club der Hexen, damit er auch rechtzeitig fertig wird, okay? Guck mal, Guck mal, was ich zu Hause hatte. Wenn du deinen Kram wiedersehen möchtest, so erscheine Donnerstag 12 Uhr in Berlin. Ohne Begleitung und ohne Waffen. Und meine Bücherregale wurden geklaut. Warte mal. Warte. Nein, meine vielleicht auch. Entschuldigt mich. Okay. Guck mal nach, bitte. Ist das ein Angriff gegen uns? Das gegen kann die Hexen? Sein. Gegen den Hexenclub? Oh, Jemine. Ist bei dir alles da? Also, ich habe ja auch nicht so viel, aber soweit ich weiß, glaube ich, habe ich alles. Mein Bett ist noch da. Aquarium, was noch nicht steht, das ist auch da. Mein Kochtopf ist da. Sind meine Dias da? Die Dias, die sind ja sehr wichtig. Elina, nein, 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 nein. Wenn du deine Dias wiedersehen möchtest, so erscheine Donnerstag 12 Uhr in Berlin. Hallo. Ohne Begleitung, ohne Waffen. Moment, man muss aber sind wir dann Begleitung voneinander? Warte, Moment, man musst du auch um Donnerstag 12 Uhr? Ja. Donnerstag 12 Uhr in Berlin. Also ich werde sowas von mit Waffen kommen. Komm, warte, ich muss mich nochmal, ich muss nochmal sicher sein, wo... Warte, ich gehe nochmal wieder zurück. Wir sind ja jetzt... da könnten wir vielleicht sonst erwischt werden hier. So. Ah, du musst aufpassen, wenn du ein Schwert hast, dann wird dir das ja trotzdem angezeigt, auch wenn du es nicht ausgerüstet hast. Also wenn du es nicht in der Hand hast. Wie bei mir jetzt gerade. Ja, aber eine Axt? Fällt eine Axt auf? Ich weiß ich nicht. Lass ich die raushängen? Wo guckst du aus meinem Rucksack? Du rennst gerade die ganze Zeit weg. Ich Also, Entschuldigung. Nee. Okay. Nur ein Schild in der Hand. So, warte. Ein Augenblick. Ich glaube, nämlich da hinten einmal so ein Schild gesehen zu haben, wo stand Berlin so und so viel Blöcke. Da hinten. Da ganz da hinten sehe ich es schon. Oh Mann, ich habe die Kiste gar nicht gesehen. Ich habe auch gar nicht gecheckt, dass meine Dias weg sind. Weil jede Folge sage ich mir, ich werde... Oh, ich kann ja auch mal meine Rüstung wieder anziehen. Ja. Ich sage jede Folge, diesmal crafte ich mir irgendwas. Und dann sitze ich da und habe mir gar nichts gecraftet. Ja, geil. Okay, hier ist nämlich so ein Wegweiser. Pass auf. 1400 Blöcke. Scheiße, ich dachte, da stand Berlin. Berlin. Aber warte, lass doch vielleicht... Ich glaube, ich meine, das Dorf ist Berlin. Ich brauche Spinnen, ich brauche Fäden. Ich habe ein paar Fäden, kann ich dir geben. Hast du Bögen? Also so auch diese ganzen kaputten Bögen und so weiter will ich nehmen. Ja, die habe ich auch. Vorsicht, Elina. Kribber. Aua. Sorry. Alles gut. War ich das oder war... Weiß ich nicht. Ich glaube, das war der Creeper. Warte, das ist eine Hexe. Easy, bist du's? Ich glaube, das ist nicht easy. Alter. Ey. Die will aber richtig stellen. Es ist Langsamkeit. Und keine Vergiftung oder so. Ah. Creeper. Vorsicht, hinter dir auch. Noch ein Creeper. Hier geht's aber ganz schön ab mit den Creepers. Wir können ein Boot machen, Ebru. Wir können einen kleinen Boots-Trip machen. Hast du eins? Nein. Ich habe gerade auch kein Holz dabei. Hast du eine Workbench? Ich habe gar nichts dabei. Warte, ich habe was dabei. Du hast zwei wunderschöne Pfeile in deinem Kopf stecken. Oh nein. Yibi. Let's go. Wie hört uns Easy, wenn wir dann hier reden? Vielleicht. Ist weit weg. Easy. Hallo. Hallo. Wir fahren gerade Boot. Hallo. Oder ist... Ah, sie ist da. Warte, sie ist da. Sie müsste uns gleich hören, auch so, sie hat es ausgemacht. Guck mal da. Upsala. Da auf Höhe vom. Oh, so. Oh, Entschuldigung. Du fährst jetzt. Alles gut. Komm mal hier. Oh, es geht nicht rauf. Steinhöhle. Warte, aber du musst weiter geradeaus. Links. Hochrolle. Genau da. Und dann müssen wir, glaube ich, gleich da den Berg hoch. Renn. So, dann müssen wir hier mal. Hallo? Rechts abbiegen. Hallo? Dann durch den. Hier durchbauen.
Wir bauen uns in Easy's Base. Ja, wir machen einfach einen Tunnel. Hallo? Easy ist im Bett. Easy pennt. Hallo? Ich will ja keine schlafende Person wecken, aber... Oh, ich muss. Easy. Easy. Elina. Hallo. Hallo. Was machst du hier? Wir wollten fragen, ob du beklaut worden bist. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich war gerade dabei. Darf ich euch mal was zeigen? Ja, was ich hier... Okay, liest dir mal bitte Seite 1 und 2 durch. Das ist meine Feindes- und meine Freundesliste. Und ich wollte gerade mal die Leute da drauf schreiben. Aber... Also ich weiß nicht, wenn ich beklaut wurde, dann wird diese Person auf jeden Fall auf meine Feindesliste kommen. Ja, aber sowas. Da steht zwar noch keiner. Lass uns mal gucken gehen, okay? Wir gehen mal runter. Lass mal schauen. Elina wurde meine auch geklaut. Enchanter ist ja, wie ihr wisst, hier unten. Ja. Nein. Nein. Du hast auch... Oh mein Gott, er ist weg. Puh, warte mal. Wenn du deinen Kram wieder haben möchtest, dann erscheine Donnerstag 12 Uhr in Berlin gezeichnet, Mr. X. Das gleiche Mr. X dann. Ebenso, ja. Oh nein. Aber Mr. X, das heißt, es muss... Na gut, das ist ja keiner von uns, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es muss ja nicht. Ich würde mich ungern selber beklauen. Habt ihr mit das heißt, jeder von uns... Ich habe keinen Streit mit niemandem. Ich habe eigentlich... Wir sind friedliche nur Hexen. Hier auf dem Server bis hier. Auf Minecraft-Freundes-Server. Wir sind freundliche Hexen. Oh nein. Wir wurden beklaut. Okay, okay. Oh, wir brauchen auf jeden Fall einen Plan. Da stand ja ohne Waffen und ohne Rüstung. Ja. Aber da stand doch nicht von ohne Tränke, oder? Da stand nichts von ohne Hexe. Oh ja. Ich habe nämlich einige gute Trankrezepte. Und ich könnte ein paar gute Tränke für uns brauen, wenn wir da auftauchen. Instant Damage. Was braucht man dafür für Schaden? Das ist ein Geheimrezept von meiner Mama-Hexe. Ich kann dir da mal kurz einen Blick in mein Buch geben, wenn ich das finde. Hier irgendwo, mein Hexenzauberbuch. Kommt Mr. X auch ohne Begleitung und ohne Waffen? Ist ein bisschen die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Vielleicht sollten wir uns noch irgendwie, ich weiß nicht, jemanden mitbringen, der auf uns aufpasst. Ich habe gehört, Gumbo, der kann sich in eine Spinne verwandeln. Und der könnte uns beschützen. Aber erzählen wir ihm dann hier von hier, ne, von uns? Nein, er darf natürlich nichts wissen. Okay. Verstehe. Keine Details. Okay. Elina, was denkst du? Elina! Ich war das nicht! Also, ich bin die Hand ausgerutscht. Tut mir leid. Kein Wunder, dass du nicht die Meisterhexe bist. Wir könnten auch, das hatte ich auch gerade als Idee. Ja. Oh, wir sind immer noch vergiftet. Wie lange geht denn das? Mein lieber Charlie, 26 Sekunden. Oha, so lange noch? Ja. Wir könnten natürlich auch einen Unsichtbarkeitstrank machen. Ein Unsichtbarkeitstrank? Gambo könnte einen Unsichtbarkeitstrank doch nehmen. Ist er als Spinne schwach? Oh, seid ihr stark, wirklich. Guck mal, ob ich gerade einen habe. Was braucht man? Ich glaube, eine Gasträne, oder? Für Unsichtbarkeit. Ich hab welche. Aber man braucht, ich glaube, man braucht ein fermentiertes Spinnenauge und einen Nachtsichtstrank. Ja, guck mal hier rein in die Kiste. Da sind einige Trankzutaten, die wir verwenden können. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Also brauchen wir Unsichtbarkeitstränke? Ja. Oh ja. Wer will für die Unsichtbarkeit verantwortlich sein? Ich. Elina macht Unsichtbarkeit? Okay. Ich soll da. Oh Gott, das ist eine Aufgabe. Ebru Vergiftung und ich mach Schaden. Okay. Wie wär's damit? Okay. Okay. Aber wenn Elina unsichtbar ist, dann braucht sie aber trotzdem noch irgendetwas, womit sie Schaden macht. Ja, wir tauschen die Tränke. Wir peilen nur das Braun auf, weißt du? Das eine halt den einen braut und der andere den anderen. Eine Axt als Waffe. Ist ja eigentlich nur ein Werkzeug, wenn man es genau nimmt, ne? Ja, schon. Was ist denn, wenn die Leute unsichtbar ist? Schärfe 5? Na, ja. Das ist doch keine Waffe. Aber können Hexen unsichtbar werden, wisst ihr das? Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Auf ins Labor! Ohne Tarnung. Upsala. So geht das. Auf da. Okay, Leute. Wir haben Auftrag. Beendet. Ja. Au revoir, bis morgen. Nicht vergessen, dich umzuwandeln. Oh ja, oh ja. Ach so, jetzt waren wir gar nicht in dem Dorf. Da riechst du nicht. Jojo. Warte. Das will ich jetzt auch. Welchen Dorf wollten wir nochmal? Nach Berlin. Berlin wollten wir. Wurde es deswegen so platt gemacht, damit wir hier kämpfen können?
Ein Kampf? Das wäre super krass. Und jetzt habe ich all meine Dias verloren und kann mich gar nicht ausrüsten. Ich muss da jemanden. Wir sollen ja auch gar nicht mit Rüstung kommen. Mit Waffen wird gesagt. Ach, das stimmt. Naja. Aber wenn ich sterbe, ich will nicht meine Rüstung verlieren. Was ist denn hier los? Das war. Ja, hier waren unsere Villager. Ach, irgendwer hat die geklaut. Vielleicht war das auch Mr. X. Der mysteriöse Mr. X. Was ich mich frage, ja? Ist der Mending Villager noch hier? Der Reparatur-Villager. Der Reparatur-Villager? Der war hier. Nee. Nee. Der wurde auch nicht. Er ist weg! Ah! Ich hab Hunger. Willst du ein paar Kabel aus haben? Huh? Nee, in real life. Ach so. Du kannst dich, by the way, jederzeit an meiner Kiste bedienen. Ne? Ich habe ganz viel Steak und ganz viele gebratene Kartoffeln. Oh, gelobet sei der Hexenclub. Ich wollte gucken, wie viel Herzen Spinnen denn haben. Spinnen haben nicht so viel. Aber... Oh nein, Ebo! Oh Gott. Zwei Herzen weniger als wir. Oh, guck mal. Du kannst sogar daran so sich kleben. Wer wohnt hier? Hier wohnt Flo. Oh. Da hinten ist Ryan. Er versucht ein bisschen das Spiel zu betreten. Ryan! Juhu! Mikrofon ist ausgesteckt. Oder Stecker ist ausgesteckt. Hat den Stecker etwa auch Mr. X ausgesteckt? Gucken wir mal hier nach Beweisen. Okay, hier. Der hat so absolut gar nichts. Und es zieht hier ein bisschen. Aber schön hier die Insel, finde ich. Ja. Richtig schick. Tja, ja, die große Frage ist, wer ist Mr. X? Wer hat es überhaupt auf uns abgesehen? Unsere ganzen Sachen wurden geklaut. Vor allem, wir sind zu dritt und wir haben, also unser Club hat ja komplett den Dings bekommen. Woher wissen die das? Hast du eigentlich auch einen Braustand bei dir zu Hause? Nee. Ich war schon irgendwie 2 Stunden oder so in der Hölle und ich habe keine Dings gefunden, keine Festung gefunden. Oh, Mist, okay. Aber Easy hat einen Braustand, ja. Das heißt, die hat, ne, da kann man auch mal was brauen. Ich habe 5-mal eine Gasträne. Wow. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Nachtsichtstrank und ein fermentiertes Spinnenauge. Ja. Und daraus kann man dann... Moment, aber ich habe gar keine Blazes. Wie soll ich das denn powern? Muss ich... Ja, bei muss Easy. Ich, sie muss das alles... Sorry, Easy! Okay. Also, Ebro, wir sehen uns erstmal morgen. Ich werde wahrscheinlich heute ein paar Mal noch vorbeischauen bei dir. Mach das. Bedien dich, wie du möchtest. Um die Tränke zu brauen. Yes. Okay, Leute. Ihr habt's mitbekommen, aber wir haben jetzt eine Aufgabe. Denn um unseren geheimen Plan hier durchzuführen, brauchen wir natürlich Unsichtbarkeitstränke. Und die Aufgabe habe ich übernommen. Wir haben von Easy noch ein Geschenk bekommen für meine Hexenschwester von Easy. Die Reste. Ah, Seife. Endlich kann ich mich mal duschen. Oh, verzaubertes Buch, Stärke 2 und ein Trank der Regeneration. Das packe ich mal in meine geheime Trankkiste. Als erstes brauchen wir eine goldene Karotte, Leute. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich letztens irgendwo Karotten gesehen habe. Ich hatte sogar welche aufgesammelt, aber scheinbar habe ich sie weggeschmissen. Aber ich glaube noch zu wissen, wo ich diese Karotten gefunden habe. Deswegen nehmen wir jetzt mal die Beine in die Hand und suchen diese Karotten nochmal wieder, weil Karotten brauchen wir ganz dringend für unseren Nachtsichtstrank. So, das waren solche Pflanzen, so ähnlich wie Flachs. Sind das die vielleicht? Jo! Genau diese Karotten brauchen wir. Ah, das sind Zwiebeln. Die haben also so einen weißen Stängel vorne dran. Eine Karotte finde ich ein bisschen wenig. Ich hätte gerne schon ein paar mehr Karottos. Nein, Schwein, die Karotte, die gehört ganz mir. Naja, Leute, wir können es natürlich auch so machen. Wir könnten mit der Karotte all in gehen und die Karotte natürlich anpflanzen. Vielleicht haben wir noch Glück und finden hier. Ich glaube, diese Karotten sind schon selten. Deswegen müssen wir die dringend anpflanzen. Okay, unsere Reise war relativ kurz. Dann versuchen wir die... Ja, es funktioniert. Das funktioniert, Leute. Jetzt ganz wichtig. Brauchen wir auf jeden Fall Knochenmehl. Eine kleine Menge. Dann machen wir jetzt hier einfach... Ja, 2 Karotten haben wir schon rausbekommen. Oh, noch mehr. Oh mein Gott. Jetzt geht sie aber mit dem Karottenbusiness ab, Alter. Zack, zack. Okay, das sind genügend Karotten erstmal. 10 Karottos reicht. Dann werden wir davon jetzt eine schnappen. Und zum Glück hat Mr. X uns nicht Gold geklaut.
unser Gold ist noch alles da. Das schmelzen wir jetzt mal schnell. Und diese Goldbarren nehmen wir und vergolden jetzt mal unsere Karodos. 2 Stück, okay? Okay, dann brauchen wir ein fermentiertes Spinnenauge. Dafür brauchen wir einen Pilz. Wo man die bekommt, Pilze, weiß ich. Zucker brauchen wir auf jeden Fall. Ja, Zucker und ein brauner Pilz, das brauchen wir dafür für ein fermentiertes Spinnenauge. Zucker bekommen wir hier natürlich von unserem guten alten Zuckerrohr. Okay. Oh, bloß nicht die goldene Karotte essen, Alter. Tomatensüppchen essen wir dann nämlich. So, dann holen wir uns mal hier ein paar Tomatoes. Oh, da kamen ein paar verschimmelte Tomatoes raus. Das ist schade, aber das macht nichts. So, das Ganze pflanzen wir hier easy nochmal. Zack. Flachs holen wir uns auch mal ganz kurz. So. Und die vergammelte Tomate, die packen wir in den Müll. Unsere richtigen Tomaten, die schnappen wir uns. Daraus machen wir ein leckeres Brötchen. Zwiebeln können wir auch hier anpflanzen. Perfekt. Okay, und dann müssen wir ungefähr in die Richtung mal hingehen. Und da müssten irgendwo Pilze sein. Oh, eine Spinne. Ich hasse Spinnen. Okay, hier haben wir schon mal einen roten Fliegenpilz. Den wollen wir aber nicht. Ein Skelett haben wir auch, das habe ich. Jetzt bekämpfen die sich gegenseitig. Brauchen einen braunen Pilz. Den habe ich hier auch irgendwo gesehen. Ja, hier ist ein Schild. Nuller Lifestyle. Da drüben ist ein brauner Pilz. Ja, okay. Auf den springen wir einfach mal rauf. Ja, der gönnt. Gönnen noch mehr Pilze, komm schon. Oh Gott, der ist runtergefallen, der Idiot. Haha, abgewehrt. Und schon wieder, Loser. Wow, der hat mich mal erwischt. Aua, der hat mich erwischt. Komm, ich geh jetzt. 7 Pilze, das reicht doch perfekt aus. Oha. Okay, sie haben keine 3 Zacke. Dann ist ja gar kein Problem. Unser Schaf, was wir hier mal abgestellt haben, das liegt hier immer noch. Huch, da unten ist Fabi. Der ist aber ziemlich weit unten. Naja. Okay, jetzt könnten wir uns, glaube ich, unser fermentiertes Spinnenauge zusammen craften. Da haben wir es. Daraus können wir sogar 2 machen. Perfekto, compuesto. Okay, mit unserem fermentierten Spinnenauge und mit unserer goldenen Karotte gehen wir mal rüber zu Easy. Und ich hoffe, sie hat noch ein paar seltsame Tränke. Weil Sand habe ich jetzt nicht mitgenommen. Denk mal, das hat die gute. Und dann können wir da unsere unsichtbaren Tränke brauen. Das war ein komisches Viech. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier in die Hexenwerkstatt rein. Ab in den Hexenklo. So, okay, da sind wir. Okay, zunächst machen wir 2 seltsame Tränke. Okay. Ist in der Mache. Gut, aus den seltsamen Tränken machen wir jetzt Trank der Nachtsicht. Leute, wir dürfen hier ja nichts falsch machen. Ui, 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 ui. Ich bin so gespannt, ey. So, okay. Und jetzt machen wir mit dem fermentierten Spinnenauge, machen wir einen Unsichtbarkeitstrank. Jetzt haben wir Trank der Unsichtbarkeit. Und ich glaube, wir verstärken das jetzt nochmal auf 8 Minuten, weil wenn es länger hält, ist doch umso besser. So, die Sachen, die geben wir hier mal easy natürlich zurück. Das fermentierte Spinnenauge, das ist jetzt geschenkt. Pilze können ja auch rein, Zucker kann ja auch rein. Goldene Karotte kann ja auch rein. Oh, Alchemie. Okay, alles aufgeräumt und wir haben die Tränke. Ui, 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 Leute. Ai, ai, ai. Wir Trank der Unsichtbarkeit, den dürfen wir jetzt bloß nicht verlieren. Und ich würde sagen, wir machen Epo nochmal ein kleines Geschenk, Alter. Die Kiste können wir einfach recyceln, gar kein Problem. Und Epo wollte ein paar Bogen von uns haben. Hier, kaputte Bögen wollte sie haben. Und Pfeile, ja, die, da geben wir mal das und das hier. Knochen wollte sie auch und Spinnenweben. Wir hatten doch auch noch Spinnenweben irgendwo. Oh, ich habe Seile. Ah, Fäden. Hier habe ich Fäden. Okay, dann gehen wir mal zu Ebro rüber. Und dann gebe ich ihm ein kleines Geschenk. Für meine Schwester von Easy. Oh, wie cool. Ich kann doch Ebro auch einfach ein Geschenk machen, oder? Leute, nur rotes Geschenk, das ist doch schick. Dann machen wir einmal Farbstoff und einmal das Geschenk hier rein. Dann haben wir ein rotes Geschenk für Ebro. Weil das Gute an Geschenken ist, das kann nur Ebro aufmachen. Das kann kein anderer klauen. Und wie ihr wisst, Leute, Mr. X treibt hier sein Unwesen. Also, zack, dann packe ich das Geschenk hier direkt rein an... Oh nein, ach Kacke, da passt nur eine Sache rein, naja. An Ebro. Haha, haben wir. Verpacken. Okay, dann müssen wir halt leider den Rest in eine Kiste packen. So, dann kommt hier ein Bogen rein, noch ein Bogen, noch ein Bogen, ein paar Pfeile. Und die Fäden haben wir schon verstaut. Von Elida für Ebro, von Elida. Ja! Okay, Leute, ich würde sagen, damit sind wir gut gewappnet. Trank der Unsichtbarkeit habe ich jetzt hier ready für die Hexenschwestern. Und dann bin ich gespannt, was morgen passieren wird bei Mr. X, wenn wir auf den treffen. Wer ist es? Was hat er mit uns vor? Warum beklaut er gerade uns? Leute, falls euch hier die Folge gefallen hat, Like und Abo dalassen. Ich würde mich sehr freuen. Haut da rein und tschüssi!